Maschine raus aus den Federn, denn für euch geht es heute früh zum Wochenmarkt, um für euch und eure Mitellen ein leckeres Tapas-Menü zuzubereiten. Hashtag Lovebirds, Hashtag Beziehungstest, Hashtag Liebe geht durch den Magen. Ja, keine Taschen, keine Schuhe. Oh, so eine Handtasche. Hör auf. Auch was. Hör auf, wir müssen einkaufen, wir haben hungrige Kinder zu Hause. Stimmt. Ja. Avocados, Tomaten, Zitronen. Datteln im Speckmantel. Genau. Ah, ja, für den Victor. Genau. Für den Victor. Paprika, Zucchini, Champignons. Alles klar. Perfekt, okay. Kriegen wir hin. Unsere erste gemeinsame Einkaufstour. Erste gemeinsame Einkaufstour. Zucchinis, ich liebe Zucchinis. Zucchinis. Isst du gerne Zucchini? Zucchini mache ich in fast jedes Essen. Was ist das? Das sind auch Zucchinis, oder? Was ist das? Nee, ich glaube, das sind auch Zucchinis, oder? Ist okay. Ich glaube, das sind Zucchini-Gurken. Ja, Zucchini-Gurken. Ja. Genau. So, jetzt haben wir. Also ich bin nicht der Experte bei Zucchini und bei Gurken. Also ich frage dann mal lieber die Tracy, weil ich kenne mich mit Gurken nicht so gut aus, aber vielleicht weiß sie dann schon ein bisschen mehr über die andere Gurke. Das ist unser Einkaufskorb. Wir brauchen Datteln. Datteln und Avocado. Datteln und Avocado. Hola. Señorita. Avocado. Datteln. Aguacates. Mhm. Datteln. Datteln. Wie erklärt man Datteln? With bacon and Dattel and bacon. Avocado for fitness. No lo entiendo. No lo. This or only longer? Ah, hier. Moment, das sind Avocado. Perfekt. Avocado. Perfekt. And in Spanish is? Aguacate. 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 Ich liebe Traubenzucchini. Can we try? Probieren wir die. Komm, nimm mit. Pack ein. Oh, sind ganz schön viele. Ja, pack ein. Pack ein. Okay. Last. Dattel. Datil. Datil? 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 No hay. No. No. No hay. Aha. No hay. Okay. So. Meinst du, unsere Kinder werden glücklich sein? Ja, natürlich. War cool, ne? Das hat uns wieder ein Stückchen näher aneinander gebracht. Ich denke auch viel mehr aneinander gebracht als eine Flasche Wein aufzumachen und irgendwo am Strand zu sitzen. Das war richtig, richtig geil. Aber das finde ich halt cool, weil das ist so ein bisschen wahres Leben halt auch, ne? Die haben super happy gewirkt. Ich denke, dass sowas wieder zusammenschweißt, weil das sind normale Aktivitäten, die du sonst auch machst. Und denen hat das mega Spaß gemacht, so kam das rüber. Hm. Mein Süßer. So sieht ein Alltag ungefähr aus. So sieht er aus? Ja. Ja. Aber ich glaube, das passt so. Ja, passt das? Ja, das meinst du? Ja. Ich könnte auf jeden Fall sagen, dass das für mich bisher einer der schönsten Tage war. Ich habe mich voll wohl gefühlt. Also weißt du, ich war so voll weg. Ja, also man fühlt sich auf jeden Fall viel näher nach so einem Tag und auch verbundener.